So feierte man in Wolfsburg vor nicht allzu langer Zeit. Knapp ein Jahr später herrscht Ernüchterung und Ratlosigkeit. Das macht wenig Sinn. Würde ich so pauschal nicht bestätigen. Das kommt immer auf die Gesamtsituation an. Und die sieht aktuell nicht gerade rosig aus. In der Champions League immerhin bis ins Viertelfinale gekommen. Im Pokal war im Halbfinale Schluss, doch die Katastrophe ist die Bundesliga. 7 Spiele ohne Sieg, abgerutscht auf Rang 10. Man droht sogar, die Europa League zu verpassen. Also Champions League können wir nicht bieten im nächsten Jahr. Das steht fest und dass das durchaus für einige Spieler ein wichtiger Punkt ist, das wissen wir alle. Heißt, einige Leistungsträger könnten den VfL verlassen, zum Beispiel Luis Gustavo oder Ricardo Rodriguez. Die Spieler sind dann auch, das ist jetzt was aus der Buchhaltung, aber die sind dann ja auch abgeschrieben. Naja. Nicht falsch verstehen. Buchhalter euch abgeschrieben. Klar ist, Alofs wird bei den Wölfen einen Umbruch einleiten, damit es in Wolfsburg schon ganz bald wieder solche Bilder zu sehen gibt.